Nee. Du brauchst die jetzt aber nicht. Und brauche ich auch im Spiel nicht dran denken anzuschalten. Eine Holzaxt. Na dann hopp. Hier ist doch bestimmt noch irgendwo was. Kommst du nicht mehr weiter? Mit dem Strauß tun die Zombies nichts, sie sind tierfreundlich. Kannst du nicht drüber schießen. Komm jetzt! Kannst du bitte aufhören anzuvisieren, du brauchst viel zu... Ja, du brauchst viel zu lange! Erreiche Lavendida Island. Es gibt dann noch ein paar mehr Inseln, wie du siehst. Warum zeigt er eigentlich von Lavendida Island weg? Obwohl wir da jetzt gerade hinwollen. Hm. Oh, endlich der Taschenlampe. Erstmal kurz umschauen. Bevor wir den anquatschen, den guten. Molotov Cocktail. Damit setzt du deine Gegner mit mächtigen Wurms in Brand. Ja, das ist genau das Richtige für mich. Nicht. Hey, Buddy! Where are you going? Come to me, please. Ja, ja, wir kommen gleich zu dir. Good host has to welcome his guests correctly, hasn't he? Nehme ich eine eigene Taschenlampe. So. Welcome to Kovac Land! Mm. If I knew I had company, I would have cleaned up a little. As I said, it's basic. But it's been enough to help me survive so far. Anyway, let's get started. Könnte echt aus einem schlechten Horrorfilm sein. You've got a lot to learn and not a lot of time. So pay attention. Moment mal, das ist ein schlechtes Horrorfilmspiel. Wir können hier noch nichts machen. Ah, ich hatte Level Up, by the way. Hey. You think these mutant zombies are your worst enemies? Nope. You are your own worst enemy. Look at you. Skin all shriveled, muscles weak, hands shaking. This isn't the zombies' fault. It's your fault. When was the last time you ate? I know. Now you think about it, it's obvious. You have to eat. That's the topic of the sixth chapter of my book. In time, you will thank me for this advice. But first, you've got to get some food. I'm not going to just give it to you, though. You've got to fend for yourself. You can find plenty of food around here, once you know how to spot it. For instance, see those woods? There are plenty of roots to eat in there. Try. Go towards the headland. Find two or three roots to eat. You will feel better right away. If you need more information, just refer to my book. Each chapter gives you critical information, which will help keep you alive. Be vigilant. Infected soldiers may be in this area. Understand? They are hungry too. So, kill them before they kill you. All right. Sorry, passiert wieder. Hmm. Kovac's Rules. Chapter 6. Eating. If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating, and sleeping. This chapter is about eating. Lack of food means no energy, and no energy means you won't have the strength to fight zombies. In this environment, you can find many roots to eat. You can also fish, and you can hunt for meat. Never ever eat uncooked meat. It will kill you. Uncooked meat here is full of many deadly parasites. Always cook meat before eating. Finally, remember that fresh meat is a magnet for predators around here.
fresh meat will attract zombies. You have been warned. Ja, genau. Aber das ist manchmal so dumm, Alter. ist okay. Helm mit Knochen. Knochenhelm. Zombie! Action! Protection! So, Essen. Ich habe meinen Teil. Und ich habe einen sexy Helm. I'm a sexy, sexy man. Bin ich noch ein Helm hier hinten, wenn du keinen hast? Nö, ich hab einen. Das bist du genauso sexy wie ich. Oh, man kann nie genug Helme haben. Getting better? Good. You must remember to eat. Food is strength. And strength is survival. Follow me. You still have more to learn. A lot more. If you don't mind me saying so. Yeah. Die 3 Meter muss er da eigentlich nicht gehen müssen. Ich komme sofort, just a moment. So gut skillen. Ich hab dir mal was gegeben. Okay. Einen dünnen Ast. Den kannst du später verwenden. Aber sehr nett von dir. Für einen Bogen gebrochen, Schnürrast. Ich hab keine Schnur. The second thing, hydration. In other words, drink water. Lots of it. Without water, you won't be able to run, and your performance will be poor. So remember, drink. Chapter 7 of my guide refers to thirst. If I do say so myself, this survival guide of mine, you can't live without it. Yeah. Chapter 7. It's all in there if you need a refresher. No pun intended. Okay, time for you to quench your thirst. There is an old well on the northwest of the island. Find it, take a drink, and come back. The water there is pure. No zombie juice in it. Joking aside, be careful. Wild animals roam there. They think the water is theirs and theirs alone. Der hat eindeutig einen Sarazai frühstückt. Ja, du allerdings auch. Vorsicht hinter dir. Pam, pam. Massenmörder bin ich. Glückwunsch! Ach, schon wieder was weggedrückt. Hab sogar... Ich warte, nicht von vorne reingehen. Versuch mal bitte einen Pfeil auf das Tab hier zu schießen. Das muss ein bisschen verscheucht werden. Wow. So, jetzt nochmal. Vorsicht, das kommt! Okay, lass es. Nimm deinen Pfeil wieder mit. Ein Schildrang, yeah! Oh, ein Roots. Kovacs Rules! Chapter 7. Drinking. If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating, and sleeping. This chapter is about drinking.
symptoms from lack of water include dizziness and headaches. This will affect your ability to concentrate and make critical decisions. Do not drink from the sea. It causes dehydration. Do not drink from the swamp. It is riddled with disease. Find fresh water wells and store as much as you can. You will find many containers here. Use them to store water. You will find some fresh fruit growing. You can eat this, but be careful about how much. A survivor with the shits is not the best. Oha, das kann er mal auch nicht ins Gesicht kacken, den Zombies. Ja, genau. Spritzpups im Gesicht. Na, warte mal, ich mach mir gleich eine Flasche voll. Hab ich schon. Doch nicht. Ach. Links tief. Ja. So, zwei Flaschen mit Wasser voll. Läuft. Schön gemacht. Da war ein Apfel, ich hab ihn gehört. Hier kommen wir nicht durch. Kann man die irgendwie auch später verkaufen, ich hoffe ja. Also viele Früchte liegen hier jetzt nicht rum. Well done! Hey, you seem breathless. Clearly you found trouble, as well as water. Par for the course, my friend. Which reminds me, you need to learn how to make your own equipment. Come, my workshop is just here. Ich will auch. So, ich muss mal kurz gehen. Glückszeit, besser schon, ohne genau zu zielen, einen Kopfschuss zu lernen. Ich frag mich, warum du schon so krass gelevelt hast, ey, das ist der Hammer. Keine Ahnung, vielleicht gibt es extra Punkte, wenn ich dich wiederbelebt habe. Nee, es gibt wahrscheinlich extra Punkte, weil du so viele Zombies auf einmal tötest. Aber dafür verhungerst du wenigstens gleich und ich nicht. Ich hab den Nahrungspegel verlangsamt. Trotzdem stehst du nur noch bei 32%. Rules. Chapter 8. Handmade guns. You must improvise to survive. It is possible to create your own weapons using spare parts and other tools. The better your weapon, the better your chances of killing the zombies. You can and should combine found objects to create deadlier weapons. To make a shotgun, select a harpoon grip from your staff. Choose combine and select the diving tank. You now have a new item, but it is not a complete weapon. Combine this item with a flared tube and next with a hardware box. Hardware box. You have created your very own shotgun. For ammunition, metal scrap found on dead bodies will be okay. There are many ways you can combine items, but choose wisely. Yeah. genau so sehen meine Waffen aus. Selbstklar. Gekochtes Fleisch. Yippee-yay-yay, Schweinebacke. Selbst mal das Schnellfeuergewehr. First you must forage. Search everywhere. What at first seems useless could well be useful. This will all become clear very soon. Today, I'll teach you how to craft a shotgun
using a harpoon grip, a flared tube, and a few other bits and pieces. I am a master at this, making junk useful. Very useful. Stay focused while I show you how to do it. Okay, pick up all the things on the workbench. Now, make me a gun. I will check your work, so make sure it's good enough. Good luck! Der schlachtet uns ab, wenn wir nicht gut sind, oder? Du bist noch unten im Gespräch. Ich bin dafür, dass ich die Waffe bekomme, weil du sowieso schon immer den Nahkampf rennst. Ich habe echt keine Chance dabei. Du hast natürlich schon alles aufgegammelt, ne? Hatte ich schon angefangen, dann hatte ich mich durchgeklickt gehabt. Hey, Survivor! No time to take a stroll. Das ist aber unfair, weil du bist sowieso schon die ganze Zeit im Nahkampf. Kannst die Waffe dann gerne haben, das ist kein Thema. Kannst mir die nicht geben.